Willkommen zurück, Leute. Ja, ich habe noch kein Stück weitergemacht hier bei Splatterhouse, aber jetzt. Na ja, toll, wir fallen natürlich mal wieder. Check it out! Warum kriege ich die Trophäe jetzt? Ja. Hey, afterwards, when you get done here, I thought maybe we could have a little you and me time. Yeah, there's a small restaurant down by the river. It's nothing fancy, but this sounds like a plan, Professor. No, ist das süß. Ich hoffe so. Tja. Aber dann kam ja der gute Dr. West und musste alles ruinieren. Aber hey, so sind wir die besten Freunde geworden. Rick und die Terrormaske. Ah, das ruinierte Herz. Darf ich jetzt dieses Herz in dem Haus kaputt machen? From the Journal of Dr. Henry West, Arkham. 1756. Was it only 4 years ago that I first stepped ashore at Boston Harbor with my beloved bride, Lenora, at my side? She is dead now, taken by cholera. The surgeon's hands saved hundreds in the outbreak that swept through the colonies. Yet I failed to prevent the death of my own wife. Das ist hart. Tonight, erinnert an Shem King. I will join her. Okay. Die Liebe besiegt den Tod, ja, aber nicht so wie du dich so wie du dich verhältst, so meine Güte. Okay. Nein, nein. Ah. Friss deinen eigenen eitrigen Arm. Autsch. Autsch. Jetzt ist er aber gut hier, hör mal. Ja, sicher das. Du hättest jetzt eigentlich sterben sollen. Egal. Gut. Keine Ahnung, woran ich gestorben bin. Ja. Weniger reden, Maske, mehr laden. Ach ja, die Kleinen wollen auch nur spielen. Toll. Ich liebe es. Ich kann nie genug von dem Trumpet zu kriegen. Ah, ha. Nett. Sieht mal wieder wie ein relativ freizügiges Bild aus. Ja, komm, gib Gegner. Gib Gegner. Gib mir jetzt. Warum sperrt ihr das da ab? Da ist sowieso nichts. Naja. Na? Ja, sehr gut. Gehen wir das ein bisschen taktisch an hier. Oder nicht? Vergiss, was ich gesagt habe. Mann. Autsch. Keine Ahnung warum. Diese Typen machen mir echt Probleme. Na, pfui, aus. Autsch. Müsstest du eigentlich? Ja.
liebe diese Geräusche. Ha. Ein Schraubverschluss. So ähnlich, so ähnlich. So, der andere stirbt durch Kopf von seinem Kollegen. Und fertig, geht doch. Mann. Was bist du jetzt? Die explosive Variante? Die pickelreiche Variante? Die Variante? Ah. Immer ein bisschen ärgern und dann einfach mal so eliminieren. Das hat mir gerade gereicht. Oh Mann, das... Na, willst du mir noch irgendeinen Gegner an den Kopf spucken, du Riesenbund? Na, na, komm, gib. Okay, dann nicht. The good Lord is not yet ready to forgive my sins. But as I lay at the threshold to the eternal abyss, an angel spoke to me. His message: She doesn't have to die. Ah, nee. From that dark place, with knowledge of a means by which to arrest time's advances upon the flesh, the promise that, God willing, science might one day restore Lenora to life. Sie muss nicht sterben. Das hat die Maske in Teil 2 zu Rick gesagt. Obwohl sie eigentlich schon tot war. Böse Maske. Ganz pfui. Erinnert sich noch an Teil 1, wo das hier alles so... Okay. Nett aussah. Ich glaube, die Zeiten sind leider Gottes vorbei. Oh, kann toll, ist meins. Ja. Okay. Was ist das hier? Boss Rush Mode oder was? Warum? Bitteschön, zersplittert mein Holz in 2 Sekunden. Das ist ja voll krank. Ach, ey. Ja, das ist deine Chance, Baby. Das ist deine Chance, Rich. Gib mir deinen Kopf. Danke. Autsch. Autsch. Ja, super. Dann brauchst du auch keine Gnade mehr erwarten, ne? Nein. Definitiv nicht mehr. Na, lebst du noch? Dann müsstest du zeigen. Was zum Henker? Du warst tot, dann warst du wieder am Leben. So. Jetzt bist du tot. So, mein Kopf. Warum soll ich meinen eigenen Kopf anstrengen, wenn ich die von dem Boden nehmen kann? Tch. Was hier? Kann ich das abspielen? My rational mind tells me it was a delusion, born of the laudanum I took. Nothing more. And yet, the apparition had spoken the truth. Aha. Perfectly preserved now, serene as if sleeping, like some princess in a grim tale. She shall sleep enough for the both of us. I must go to work. From the journal of Dr. Henry West. For every year I've spent in West Mansion, I've spent several more traveling the world. I don't worry at leaving my home unoccupied for so long. The things that roam its grounds and lie in wait within its walls will deter any unwelcome guests. Das glaube ich auch. Okay, mehr kann ich eh nicht machen, weil alles zugewuchert ist. Also geradeaus ist die einzige wirkliche Option. Also mache ich das halt mal. Oh. Oh ja, eine doppelleuchtige Schrotflinte. Das ist doch sehr schön anzusehen. Perfekt.
Dazu noch ein Upgrade und dann ist die Schrotflinte doch bestimmt sehr lustig anzusehen. Sah schon wieder unser Freund das Arschloch. Wie schön. Tut bestimmt gut, wenn man das mitten in den Arsch reingeschossen kriegt. Oh mein Gott, das ist wieder ein Nacktbild. Rick, warum lässt du solche Bilder überall rumliegen? Warum? Oh ja. Da würde ich... Nein. Nein. Oh, boah, nee. Boah. Au. From the Journal of Dr. Henry West, Georgia, 1864. Almost a century has passed since I began my search. I've seen wars, famine, empires rise and fall, and so much suffering. Now at last, my journey is over. At last, I have the means to restore my beloved to life. Das ist bestimmt erfreulich. Wieder ein Wächter mit Augen? Warum lebt der Sch... Warum hat der... Ich sollte aufhören, mir solche Fragen zu stellen. Das bringt eh nichts. Okay, dann nicht. Was zum... Jetzt, ich darf sie nicht angreifen? Doch, darf ich. Wie soll ich die denn da... Ja, gut, das würde gehen. Vermutlich. Irgendwie. Nee. Ach, keine Ahnung. Ungut. Wie stecht das Ding jetzt am besten an? Das leuchtet mir gerade nicht ein. Das leuchtet mir gerade gar nicht ein. Ah. Ich darf euch nicht attackieren. Ich darf euch nicht anfassen. Bis am Rumglupschen. Bleibst du auch nicht, wenn du da so vorstehst? Keine Ahnung. Geh da rein. Bleib da drin. Ah, endlich. Leicht bekömmliche Kost. Geht doch. So viel schon wieder zur leicht bekömmlichen Kost. Wobei hier noch ein bisschen rumrennt. Das ist gut. Na sicher. Nein, nicht ganz. Das ist schon eher die richtige Richtung.
Ja, falsches Gegnerding. Oh, du bist das richtige Gegnerding. Gut. Scheiß Raum. Gefiel mir nicht. Das ganze Design gefiel mir nicht, aber die Musik. Nun gut, wir müssen hier einen Schnitt machen, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Splatterhouse, und mir in den Kommentaren. Auf Wiedersehen und tschüss.